Ich bin Johann Luke und heute verbringe ich 24 Stunden nur auf dem Quatsch. Ich brauche ja, wenn ich Hunger habe, trinken und essen. Und auch wenn mir kalt ist, da brauche ich ja auch etwas, wo mir wärmer wird. Also hier eine dicke Jacke, die habe ich schon an. Was brauche ich denn noch? Und ein paar Süßigkeiten. Süßigkeiten dürfen nämlich niemals fehlen. Also müssen wir nicht viel einpacken. Also können wir gleich rein und uns die Sachen einpacken. Jetzt mache ich alles bereit. Ich brauche was zu trinken hier. Es sieht vielleicht so wie eine Cola-Flasche aus, ist es aber nicht. Hier, das kann man aufschrauben und dann kann man da Wasser reinfüllen. Eins. Zwei. Jetzt bin ich fertig. Ich habe mir jetzt einen Rucksack geholt und da werde ich jetzt alles reintun. Die 24 Stunden starten jetzt. Los! Jetzt habe ich ein bisschen Lust, Basketball zu spielen. So, Mist, daneben. Schnell den Ball hinterher. Ja. Und jetzt ein Kreis fahren. Ja! Cool. Mein Vater hat mir aufgetragen, dass ich nochmal die Blumen gießen soll. Mal gucken, ob das geht. Immer näher. Ja, ich habe mich jetzt da reingeschickt. Und los! Ja. So, jetzt muss ich wieder hoch. Jetzt kann ich von hier alle Blumen gießen. Ja, noch ein bisschen mehr. So, ich glaube, das reicht jetzt. Also, hier bin ich. Nein, nicht. Ah, fertig. So. Jetzt wird es ein bisschen frisch. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt eine Jacke an. So, wieder zu. Jetzt muss ich mein Essen auspacken. Als erstes nur gesunde Sachen. Also hier. Knäckebrot und Äpfel und natürlich etwas zu trinken. Ja. Ha. So. Ein bisschen Knäckebrot. Ja.
Lecker. Einmal den Rucksack holen. So. Aufgemacht. Das war's mit meinem Mittagessen. Jetzt spiele ich noch eine kleine Runde Fußball. Da ist der Fußball. Den hole ich mir. So. Ja. Einen kleinen Kreis. Funktioniert also. Irgendwie ist mir jetzt kalt. Ich wollte jetzt reingehen. Aber ich muss ja 24 Stunden nur auf dem Pfad bleiben. Vielleicht kriege ich das irgendwie so geregelt, dass ich im Haus mit dem Pfad herumfahren darf. Das frage ich jetzt einmal. Oder frage ich überhaupt nicht, sondern geh einfach rein. So. Rein. Okay. Okay, jetzt kurz die Tür zu machen. In die Küche. Ich mach mir jetzt einen Tee. Jetzt warte ich, bis das Wasser heiß ist. Und dann gibt es einen Tee. Wo sind denn eigentlich die Teebeutel? War denn nicht mal hier drin? Ja, hier. Und jetzt ein Glas. Da vorne. Durch die ganze Gymnastik ist mir auch ziemlich heiß geworden. Also will ich gar keinen heißen Tee mehr trinken. Ach, ist mir jetzt einfach die Jacke auf.
Oh mein Gott, sie kommen. Wir müssen jetzt schnell raus mit meinem Tee. Denn es ist ja allen verboten, hier mit dem Quad reinzufahren. Also schnell hier raus. Oh, schon ein bisschen dreckig geworden. Also muss ich mich jetzt beeilen. Was ist hier passiert? Oh nein, meine Flasche ist jetzt auch noch ausgelaufen. Okay, jetzt, ich glaube, da kommt jetzt jemand. Schnell jetzt einfach. Oh nein, er kommt. Es ist alles zu spät. Ich kann nicht mehr fliehen. Johann, was machst du denn jetzt hier drin? Warum sitzt du denn auf dem Quad? In der Küche? Was soll das? Ich kann nicht anders. Ich muss. Du musst mit dem Quad in die Küche fahren. Genau. Denn ich muss 24 Stunden nur auf dem Quad bleiben. Hast du ein Kopfkissen dabei? Nein. Denn das wird eine lange Nacht werden. Oh mein Gott! Dann würde ich sagen, jetzt einmal wieder rückwärts auspacken. Ja. Denn die Küche ist nicht fürs Quad da. Mhm, okay. Und das werden wir nie wieder machen, okay? Okay. Gut, ja, dann. Nicht, dass ich noch ins Wohnzimmer fahre. Mist, die Tür ist nicht offen. Und mein Tee habe ich auch nicht. Mist! Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal raus. Johann, du gehst jetzt sofort raus, ja? Hast du mich verstanden? Ja. Raus! Ich mache dir die Tür auf. Ja, ich fahre gerne raus. So schnell, wie ich kann. Ja. Noch irgendetwas überlegen, wie ich dann in der Nacht hier auf dem Quad schlafen soll. Vielleicht hole ich mir jetzt eine Decke. Nein, als erstes esse ich noch ein bisschen. Nach dem Essen fahre ich natürlich weiter. Viele Stunden später. Ich bin jetzt den ganzen Tag nur mit dem Quad gefahren. Die anderen haben es da schön warm drin. Es ist auch schon sehr, sehr spät. Es ist schon 25 Uhr. Du willst ja noch die Nacht auf dem Quad verbringen, ne? Genau. Ja, dann müssen wir sagen, hier. Das tun wir mal hier hin. Ich nehme das mal kurz aus der Hand, dann kannst du es gemütlich machen. So sieht ein gemütlicher Abend auf dem Quad aus. Damit verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.